Hallo und herzlich willkommen zum 19. iPad-Blog Get Together hier im iPad-Blog.de Headquarter in Bad Homburg. iPadBlog.de Notizen aus dem iPad-Alltag. Mein Name ist Raffi Schimanski und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum wir heute in diesem wunderschönen Studio sind und nicht bei der Denkform GmbH. Das hat ganz einfache Gründe. Wir brauchen Abwechslung und das Megaprodukt, was wir euch heute vorstellen wollen, das gibt es nur hier in diesem Headquarter. Ganz konkret geht es um dieses silberne Stahl-Aluminium-Gussteil. Es steht hier in meinen Händen, exklusiv. Ja? Und was es genau kann und ist, das seht ihr heute im Quatsch-Talk am 31. Juli 2014. Das Besondere ist, es ist heiß draußen und wenn man es richtig anlegt und die richtige Technik dafür verwendet, dann kann man es auch aufmachen. Ich habe hier mehrere Flaschen, wie ihr seht, und ich bin auch heute nicht alleine. Denn ich habe heute Gäste und über die freue ich mich ganz besonders. Ich werde sie erst mit dem Namen ernennen und im Laufe der Sendung werden sie auch vielleicht, wenn ich Glück habe, heute hier an meiner Seite stattfinden und euch ein paar wichtige, schöne Sachen mitteilen. Was bedrückt uns aktuell? Was sind unsere Herausforderungen? Was erwarten wir? Was erwarten wir von der Gadget-Welt? Was wird vielleicht noch passieren? Und was haben wir vor allem auch vor innerhalb des Portals? Welche neuen Serien kommen hin? Was interessiert euch? Wo drückt euch der Schuh? Was wollt ihr sehen? Und wie wollt ihr es präsentiert bekommen? Und da wird sich einiges in diesem Sommer tun. Deswegen bin ich auch mal so frei und öffne mal eine weitere Flasche. Also ihr seht, dieses Gadget, was ich heute schon mal dabei habe, ist nicht von schlechten Eltern. Das Geniale ist, hier steht drauf, Open Bottle hier. Das heißt, die Flasche kann man da ranlegen, aufmachen und hier ist auch ein Loch. Und hier unten ist noch so ein Loch. Man hätte das eigentlich an die Wand dran machen können. Und als wir hier die Büroräume gemacht haben, habe ich gedacht, man könnte dieses Ding ja tatsächlich hier dran machen, dran bohren und hier mal eine andere Flasche und mit diesem coolen Gadget, was wir hier bei iPadBlog heute vorstellen, aufziehen und aufmachen. Super geile Idee, aber ihr wisst, warum ich es nicht gemacht habe? Eine Frau hat mich drauf gebracht, weil wenn ich das Ding jetzt wirklich aufmachen würde und das Ding spritzt, wo spritzt das gegen? Denkt mal drüber nach und schreibt mal in den Kommentaren, was ihr davon erwartet und ob ihr es machen würdet. Ich lasse es so lange hier auf dem Drehteller liegen und wir kommen gleich zu unserem ersten Gast. Es geht um Joy. Joy wird ab dem 1. August das iPadBlog-Team fachmännisch unterstützen. Wir wollen ihm aber viele Sachen zeigen. Wir wollen ihn berufsbegleitend nach vorne stellen und wir werden ihn öfters jetzt in unserem Team sehen. Deswegen begrüßt mit mir ganz herzlich Joy. Und das ist das Besondere am iPadBlog Get Together, die 19. Version. Das ist nämlich Joy. Ja, Joy ist, wie alt bist du? Ich bin 16. 16. Ja. Und du hast viel Interneterfahrung? Ja, okay. Du bist viel unterwegs und du hast dann auch durch Zufall dann das Portal gefunden. Und was war der ausschlaggebende Grund, warum du gesagt hast, bei dem Portal, da will ich jetzt in Aktion treten? Ich habe eben viele verschiedene Sachen gesehen, die mich interessiert haben, die mich angesprochen haben im Bereich der Medienproduktion, wo jetzt auch mein schulbegleitendes Praktikum stattfindet und wo ich dann einfach gesagt habe, kann ich mir selber vorstellen, dass ich da eben mein Praktikum mache und eben einfach mal dahinter so eine Seite blicke und was da alles gemacht wird, auch mit den Videos, Bildern, Berichte schreiben etc. Mhm. Hört sich vernünftig an, einmal für dich, einmal für mich, erstmal Cheers, Prost, lasst es schmecken, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist, weil wir haben hier noch mehr Leute hier im Publikum, aber da kommen wir gleich noch zu. Also es hört sich ja schon an, als ob du da dich schon ein bisschen informiert hast. Also du bist jetzt keiner, der so sagt so, ja, ich mach mir jetzt einen Lauen, ne? Mal schön, ne? Dann weißt du, hier ist was zu tun. Nee, Quatsch, das ist mir schon klar. Ja? Also da bin ich auch motiviert dabei. Und hoffe auch, dass wir, ich provoziere den armen Kerl, das ist schon unfair, ja, oder? Ja. Gut. Hast du eine Ahnung, wo wir dich hauptsächlich, in welche Sparte wir dich einspannen wollen? Ja, das hatten sie mir schon gesagt. Also eigentlich, dass ich praktisch in alle Bereiche mal eben reinschauen kann, aber eben hauptsächlich im Bereich eben hinter dieser Webseite sitze, iPadBlog, und dort eben Berichte verfasse und Reviews etc. Also alle Bereiche, heißt Mittagessen, ausgehen, genau. Frauen gucken, kurze Röcke gucken und eventuell noch andere sinnvolle Sachen. Ne? Ja. Nein, also sehr cool, Joy. Ich freue mich also wirklich sehr drauf. Also gut, dass es alles geklappt hat. Ja. Es war ja auch nicht einfach gewesen. Du hast, glaube ich, 3-4 Mal musstest du nachhaken, ja, bis du überhaupt erstmal einer geantwortet genau, hat. Genau, bis ich dann erstmal. Ja, es hört sich jetzt blöd an, aber wir haben echt ein Mini-Casting gemacht.
Mini-Casting heißt, 1489 Bewerber waren bei uns hier im Garten gewesen. Das war wirklich. Ja, Joy hatte einen Stellplatz gekriegt, hinten, ja, musste sich an der Schlange anstellen, aber ich bin zielgerichtet dann rausgegangen und habe gesagt, komm mal genau, rein und wir gehen mal. Gleich ins Auge gestochen. So, gut, kann man machen so, genau. Ja, und er hat es geschafft. Also man muss auch mal Mut haben und einfach mal Macher sein, ja, das ist ganz wichtig. Viele sagen sich, ja, ich will es ganz gerne machen, gucken Filme an, sehen die Superhelden im Hollywood-Blockbuster. Aber hier ist einer bei uns, der sagt einfach, ich mach das, ich bin dabei. Ab dem 1.8.2014 geht's auch los. Und wir werden Joy auf der Teamseite sehen. Wir werden von Joy werden wir ein paar Textbeiträge, wir werden Reviews sehen, Gadget Reviews sehen. Wir werden dich hier mit Material zuschütten, förmlich, ja. Joy wird ein Commuting-Mitarbeiter sein, das heißt, er wird nicht immer hier bei uns vor Ort sein, sondern wir werden über Skype und über E-Mail, eine ganz tolle Kommunikationsform im 21. Jahrhundert, kommunizieren. Da werden wir auch chatten. Ne? Ja. Was ist dein Lieblings-Chat-Messenger? Eigentlich WhatsApp. Eigentlich. Aber, und eigentlich hast du Angst nach der Übernahme von Facebook, dass deine Daten, deine Bilder irgendwann mal so verwendet werden können, dass du später mal mit deiner Frau oder Freundin durchs Einkaufscenter gehst und dein Foto ist dann ganz groß und wird benutzt. Ja, natürlich hat es dann so einen bitteren Beigeschmack. Mhm. Aber ich mache mir da eigentlich nicht so viel draus. Also denke ich, WhatsApp ist immer noch mein Hauptmessenger. Okay. Ja. WhatsApp kann man auch verwenden, gar keine Frage. iMessage ist ja der Messenger, der von Apple benutzt wird. Ist ziemlich gut, vor allem wenn man sieht, was in der neuen Version kommen wird mit iOS 8. Da wird ja, das muss man ja auch sagen, iMessenger hat sehr viele Funktionen von WhatsApp. Man könnte fast denken, dass dort abgekupfert worden ist. Das ist allerdings nur eine Vermutung von unserer Seite. Schlussendlich geht aber iMessage in iOS 8 den Weg wie WhatsApp. Das heißt, die ganze Medienkonvergenz wird so dargestellt, dass man sagen kann, ja, wir können sagen Audios, Videos und Sprachnachrichten auch übertragen. Ja. Nutzt du denn bei WhatsApp diese Mikrofontaste? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wenn man eben irgendwie längere Texte sagen muss, die man jetzt nicht so schnell schreiben könnte, dann redet man einfach lieber mal schnell rein, um seinen Freunden Bescheid zu sagen oder sowas und einen Treffpunkt auszumachen, das ist einfach praktischer. Ja, gar keine Frage. Sich zu organisieren einfach. Ja. Ja. Also wir werden diese Reviews sehen, wir werden Videos von dir sehen. Du machst ja sehr viele Videos. Was war denn dein erstes Video, was du je geschnitten hast in deinem Leben? Oh, das ist jetzt schwierig. Also ja, versuch's einfach. Früher habe ich sehr gerne solche Kurzfilme mit Freunden gemacht. Und dann habe ich mich halt einfach so ein bisschen teilweise daran getastet und dann eben mit Vegas gearbeitet, einfach versucht zu chroma-keyen. Die mit virtuellen Greenscreens, die ich dann in verschiedenen, also entweder animiert habe oder nämlich in Spielen eingebaut habe, etc. Und dann eben so versucht, damit was zu machen. Du hast eben das Wort Chroma Keying verwendet. Was war die beste Farbe für den Hintergrund, die du verwendet hast, wo du den besten Effekt nehmen konntest? Grün. Grün oder blau, ja. Hast du, welchen nutzt du am meisten? Eigentlich grün. Okay, hast du mit blau schlechtere Erfahrungen gemacht, oder? Nee, aber man sollte natürlich einfach nur Farben benutzen, die nicht irgendwo an einem dran sind oder im Hintergrund zu sehen sind. Also einfach Farben, die außergewöhnlicher sind. Also scheint das Grün. Ein helles Grün. Wenn ich eine Hose habe, dann scheint man mir durch die Hose durch. Ja, wenn du jetzt eine grüne Hose anhättest. Okay, alles klar. Macht ja Sinn. Und das geht alles mit Vegas? Das geht alles. Also ich komme damit gut klar. Auch wenn Vegas jetzt nicht das allerprofessionellste Programm natürlich ist. Irgendwann wird wahrscheinlich auch dann auf Premiere umsteigen. Aber vorerst denke ich, ist Vegas auch noch in Ordnung. Okay. Wir haben mal vor einigen Tagen eine Anregung gekriegt, dass man auch hier so eine grüne Wand im Hintergrund ziehen könnte und sollte. Siehst du, wenn du hier in diesem Studio jetzt siehst, Potenzial hier Chroma Keying anzuwenden? Oder sagst du, nee, die Fläche ist zu groß, zu klein oder die Beleuchtung müsste anders sein? Was ist dann da so wichtig? Also wenn du jetzt hier diese Ecke siehst, diese Studio-Ecke siehst. Ich wüsste jetzt einfach nicht direkt, warum man jetzt hier um den Greenscreen platzieren sollte. Vielleicht wäre einfach ein Logo angebrachter, um die ganze Atmosphäre irgendwie aufrechtzuerhalten. Weil wenn man jetzt hier einen Greenscreen einbauen würde, dann im Hintergrund irgendwas einblenden, was weiß ich, das würde jetzt meiner Meinung nach nicht so passen, wenn man jetzt hier noch eine weitere Fläche hätte, dann fände ich das ein bisschen besser, wo man dann daneben einfach noch irgendwas einblenden könnte, nämlich Videos, Produkte etc. Aber jetzt unbedingt so im Hintergrund verwirrt dann wirklich ein bisschen. Das glaube ich gerne. Ja. Ja. Also, ihr habt gehört, das ist so Joys Einschätzung und wir sind natürlich gespannt, welche Worte und welche Empfehlungen er schlussendlich in der nächsten Zeit bei uns niederschreiben wird. Wenn ihr jetzt schon mal vorab Fragen haben solltet an Joy, privater Natur, Business-Natur oder irgendetwas von ihm direkt haben möchtet, schreibt ihm an joy@ipadblog.de und guten Start erst einmal. Wir sehen uns später. Vielen Dank erst einmal und wir machen weiter nach dem kurzen Break. Und da sind wir auch schon wieder zurück und an meiner Seite steht ein großer Mann, hat auch eine Brille, gut aussehend und will jetzt einfach mit mir über die Gadgets dieser Welt reden. Aber das machen wir nicht, sondern wir sagen erst einmal Hallo Alex.
Hallo Raphael. Grüß dich, schön, dass du da bist. Danke. Ja, du wohnst ja auch hier in der Nähe, in Bad Homburg, Frankfurt Aarau, richtig? Quasi die letzte Bastion von Frankfurt zu Bad Homburg hier. Das gleich um die Ecke, 20 Minuten von hier. Das Coolste und Genialste ist, wie sich unsere Wege begegnet haben. Willst du es erzählen? Ja, kann ich machen. Ich habe vor 2 Wochen war es, ne? Eine E-Mail vom Raphael bekommen, vom iPad-Blog, die ich eigentlich schon löschen wollte. Weil ich gedacht habe, oh, wieder so das Spam von der Telekom, weil da ziemlich viele in letzter Zeit waren. Dann hatte ich an einem Gewinnspiel bei iPad-Blog teilgenommen, habe das zufällig noch gelesen, irgendwo in der Adresszahl, iPad-Blog, und habe eine schöne Software gewonnen und hatte mich wahnsinnig darüber gefreut und hatte mich dann beim Raphael persönlich bedankt dafür. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ja, und dann habe ich so von meiner Geschichte ein bisschen erzählt, er von seiner. Wir hatten da mal eine Gemeinsamkeit. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, ob ich Interesse hätte, auch für iPad-Blog App-Reviews zu machen, weil ich da seit Januar so ein bisschen was mache, auch einen eigenen Kanal auf YouTube habe. Und den kann ich dann auch. Ja, ab dem Punkt. Genau. Ja. Gleich Abonnent geworden. Und hab dann eigentlich einen Moment überlegt und Raphael, so nett wie er ist, schickt mir einfach eine E-Mail mit 2 Apps und sagt, mach mal. Ach, ja, halt, ne? Genau, und dann haben wir mal 2 Stunden telefoniert und dann, jetzt machen wir. Sehr schön, das war also wirklich ein absolut großer Zufall, denn unsere Gewinnspiele sind ja schon so, dass die ein bisschen chaotisch verlaufen. Im chaotischen Sinne von viele E-Mails, viele Leute machen auch mit, was ich auch gut und super finde, nach wie vor, das ist unser Servicebereich. Wir haben ja auch genug Dinge, die wir immer mitbekommen. Wenn wir zum Beispiel nach Apps anfragen, dann fragen wir immer für euch, liebe Zuschauer, nochmal an, ob wir noch einen weiteren Promocode oder auch mit 5 bis 10 bekommen können vom Hersteller oder Entwickler, damit die App über unsere Kanäle an euch getragen wird. Denn schließlich solltet ihr ja nicht nur Mehrwert haben über unseren Content, sondern auch die Möglichkeit, selber diese Dinge zu testen und auszuprobieren. Naja, und wir haben relativ schnell die Gewinner über einen Rechtsanwalt eruieren lassen und haben E-Mails rausgeschickt halt. Normalerweise kriegt man eine richtig schöne E-Mail. Die war ja relativ einfach gewesen, aber ich habe mich daran gehalten, dass man wenigstens einen schönen Betreffzahl nochmal reinbekommt und nochmal ganz klar ausgedrückt, was man gewonnen halt hat. Und manchmal ist es einfach so, dass es ist nicht nur rein E-Mail, sondern man kann in der digitalen Welt kann man auch miteinander telefonieren. Das haben wir dann auch halt getan. Und du bist ja auch, wie du mir erzählt hast, noch gar nicht so lange mit der Apple-Welt vertraut und machst trotzdem schon so herausragende Endprodukte. Woran liegt das? Ist es deine innere Motivation oder ist es dein Drive? Oder also, was führt dich zu diesen Ergebnissen, die du heute in deinem YouTube-Kanal zum Beispiel darstellst? Ich bin Fernsehkind, also ich lese nicht sehr gerne. Mhm. Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, auch durch ein paar ältere Bekannte, die sich Apple-Geräte gekauft haben und sich da ein bisschen zurechtfinden müssen, die ich dann ab und zu mal betreue, denen ein paar Erklärungen gebe. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, Mensch, es gibt YouTube, mach einfach ein paar Videos dazu. Und da muss nicht immer das Gleiche erzählen, die können es abonnieren, können sich das dort abrufen. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, hat dann wahnsinnig viel Spaß gemacht, die entsprechende Software noch dazu. Und dann bin ich auch mal von jemand anderem angesprochen worden, so App-Reviews zu machen. Und das hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich selber gerne auf YouTube mehr Informationen hole. Alles, was ich selbst über Apple weiß, mit Mac, iPhone, iPad, habe ich mir alles über YouTube angeeignet. Wie sieht denn dein Setup aus? Mit welchen Hardware-Mitteln arbeitest du und mit welchen strategischen Softwareprodukten schießt du zurück? Also ich habe Mac 27 Zoll, mhm. iPad, iPhone zur Verfügung. Ich arbeite mit Final Cut, ScreenFlow. Dürfte einigen ja was sagen, was Screencast angeht oder auch die Film- und Videobearbeitung. Und das ist das, was ich so gebrauche. Und für mich ist immer wieder interessant, neue Apps zu entdecken und das auch anderen mitzuteilen. Also nicht einfach nur so hauruck, so 2 Minuten irgendwas raushauen, sondern ich möchte es gerne ausführlich erklären und habe da ja auch jetzt schon eine nette App von dir bekommen. Und die wird ja demnächst vorgestellt werden, wahrscheinlich vor im oder nach, mal sehen. Ja, ihr werdet die Reihenfolge merken, ja. Ja, auch anhand der Zahlen. Ja. Aber irgendwas mit 1, 4, Punkt, Punkt, Punkt wird es auf jeden Fall werden. Ja. Also das macht mir am meisten Spaß. Und wir hatten ja eben ein strategisches Meeting gehabt, wo wir ganz genau festgesetzt haben, wie wir die zukünftigen Videos auf euch übermitteln wollen. Und wichtig ist uns, dass wir nicht einfach nur frei sagen und erklären wollen, was die App kann, sondern der Alex und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir auch so typische Use Cases dran setzen wollen. Ja? Also sprich, was kann die, für wen, ja, und in welcher Situation bin ich als Endnutzer,
dass ich auch wirklich mit dieser App einen Mehrwert habe oder mit der Mac-App. Ja. Nennst du die auch so App und Mac-App oder sagst du App und Software oder wie ist dein Material? Manchmal ist es schwierig, ja? Ja, weil da blickt man auch manchmal, also auch wenn du von dem Anbieter, was von dem Entwickler liest, dann nennt man App, dann heißt es mal Software. Also ich sage in der Regel halt App. Auch bei der Software für Macintosh? Genau. Echt? Okay. Also ich denke, man kann das unterscheiden, indem man App sagt für die mobilen Applikationen und Mac-App für Software. Aber App ist ja nichts anderes wie Application und es ist schwierig, aber wir werden es auf jeden Fall spezifizieren. Und du bist auch dann d'accord, dass man dann wirklich einen Use Case dann für die Endnutzer darstellen kann. Ja. Werden wir machen und ich freue mich ganz besonders auf diesen weiteren Verlauf halt insgesamt. Und das, wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr seht, dass wir Spaß dran haben. Wichtig ist, dass wir wirklich mit den Apps umgehen wollen, umgehen können vor allem auch schlussendlich. Und die dann in ein wunderschönes Kleid packen können und dann auf den Laufsteg schicken. Und ihr könnt euch die anschauen und einfach sagen, ja, das ist es. Toll fände ich es auf jeden Fall, wenn ihr auch mit kommentiert, wenn ihr aber auch Fragen stellt. Ihr könnt aber auch ganz gerne Vorschläge schicken an info@ipadblog.de und dann legt einfach los halt. Oder schaut euch die auf jeden Fall an. Guckt auch seinen YouTube-Kanal nochmal an. Alex, dann Freizeichen, Ander, Joink steht auch nochmal unten. Ich werde es dir nochmal später sagen für die Bauchbinde. Das ist einfach nochmal ein Kanal, den solltet ihr abonniert haben. Und schaut euch nochmal an, wie viel Leidenschaft und Freude Alexander diese Darstellung mit trägt und euch übermittelt halt. Das ist heutzutage sehr, sehr viel wert. Davon gibt es nicht viele und insofern denke ich, sollte man das auf jeden Fall würdigen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Wird eine Hammer-Sache werden und wir werden ganz, ganz viel Freude noch haben und hoffentlich auch beim nächsten iPad-Blog Get-Together bei der Denkform GmbH laden wir dich auch nochmal herzlich ein. Es ist ja immer in Hofheim-Wallau. Wie gesagt, heute haben wir es nochmal Örtlichkeiten verschoben, aber hier in diesem Studio mit ein bisschen anderer Technik und draußen im Garten noch mal ein bisschen abhängen wollten. Das machen wir auch heute und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir den 19. iPad-Blog Get-Together hier im Rahmen des Studios, übrigens ist das hier von Sape World zur Verfügung gestellt worden. Die machen so Secondhand-Büromaterialien und haben das für unsere Videoepisoden einfach dargestellt. Finde ich auch ganz schick. Und irgendeiner sagte, man kann ein Logo mit Graffiti noch hinten dran machen. Man kann aber auch das Logo auch hier mit einer Magnettafel dran machen und ähnliches mehr. Ja, man kann aber auch das befestigen und dann es sein lassen, weil es sonst halt überall in die Wand spritzt. Ne? Also. Oder du verwendest Elefantenhaut. Elefantenhaut? Ein kleiner Tipp aus dem Baumarkt. Ach komm. Einfach kurz drumherum gestrichen, ist transparent, ja, abwaschbar. Dann gibt es auch keinen Ärger mit der Frau. Aber das ist nicht echte Elefantenhaut, oder? Nein, das nennt sich nur so. Ach so, okay. Ja. Und das nehme ich wie eine Tapete drauf und dann spritzt das, kann ich aber abwaschen, ja? Das sind keine Tapete, das ist einfach nur ein Anstrich, den du machst. Ach, okay. Eine Lasur, die du drüber machst und das kannst du jederzeit wieder abwaschen und machst dir die Tapete nicht kaputt und... Ja, ist ja eh nur Raufasertapete, ja? Vielleicht ist es ja schöner, wenn man sie mit Bier bespritzt, ja? Keine Ahnung, ja? Aber Probleme würde ich nicht haben, weil es ist ja unser Reich. Das ist unser Reich mit den Leuten, die heute hier sind, ja? Und wir können ja machen, was wir wollen. Und das tun wir auch. Alles weiter jetzt gleich mit dem nächsten Gast. Alex, vielen Dank. Guten Start auf jeden Fall. Ich freue mich. Ja. Und was ich jetzt schon gesehen habe, hat richtig gute Meisterqualität. Also, in dem Sinne. Und ja, noch mehr Gäste, die sich hier aufgedrängt haben, aber positiv aufgedrängt haben. Langjähriger Besucher beim iPad-Blog Get-Together. Heute an meiner Seite der Sven Pfeiffer-Gustig. Du hast heute Urlaub und wie hast du den Tag verbracht? Ich war noch im Büro, ja? Komm gerade daher. Schön, schick dich so aus heute. Ja, ja? Dankeschön. Es ist aber ein bisschen warm, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wäre gerne im Freizeitdress, aber manchmal geht das halt nicht. Gut. Ja, ansonsten fühle ich mich gut. 3 Wochen Urlaub stehen vor mir. Das lässt auf jeden Fall die Laune höher schlagen. Wir haben ihn heute eingeladen, nicht nur wegen seiner guten Laune, sondern auch schlussendlich, weil wir euch ja mitteilen wollen, was auf ipadblog.de noch zu erwarten ist. Und ich habe ja eben, als der Alex nochmal hier an meiner Seite gewesen ist, von einem strategischen Meeting gesprochen. Da ging es hoch her, da gab es ordentlich Argumente, Gegenargumente. Fetzen sind nicht geflogen, muss man dazu sagen. Aber wir haben uns halt schlussendlich nach 24 Stunden Verhandlungszeit, nein, so schlimm war es nicht, aber nach einer gewissen Zeit auf einen Richtwert, auf eine Richtlinie, auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt halt. Und Sven wird den iPad-Blog dem exklusiven Material befüllen. Und wobei es darum geht, wirst du uns jetzt vielleicht mal einen kurzen Update geben. Was wird das Hauptthema dieser Serie werden? Es geht hauptsächlich um App-Entwicklung und viele Fragen, die darum, ja, ich sag mal, in der Arbeitswelt von Applikationsentwicklung und so weiter stehen,
existieren, aber es wird nicht unbedingt für die Entwickler was dabei sein, sondern wir richten diesmal unser Augenmerk auf die ganzen Marketingleute. Also alle diejenigen, die dann auf einmal im Unternehmen vor der Aufgabe stehen oder auch Privatleute. Wir wollen eine App kreieren. Wie machen wir das Ganze? Wie vermarkten wir das? Wie viel kostet uns das überhaupt? Und das ist ein Thema, was momentan immer noch erstaunlicherweise ganz viel Aufklärung bedarf. Und das wollen wir ganz grob jetzt mal erzählt, einfach in schöne kleine Episoden zusammenpacken und euch damit beliefern. Aber so kompliziert kann es doch gar nicht sein. 1 Euro in die App-Entwicklung, 2 Euro in die Vermarktung, das landet dann bei mir und das war's, oder? Leider nicht. Oftmals ist es genau andersrum. Ach so, okay. Und außerdem haben wir jetzt mittlerweile immer mehr die Situation, dass der App-Markt mehr und mehr von einem abverlangt, dass die Apps sogar umsonst in den Store reingestellt werden. Und es kommt noch dazu, die Mac-Apps, die wir heutzutage auch sehr gerne benutzen, sollen und werden auch immer mehr, müssen auch mit den normalen Applikationen, die wir haben, mit den mobilen Apps, dann auch kommunizieren. Das gehört auch noch dazu. Also das ist eine riesengroße Bandbreite an Themen, die wir da vorbereiten und hoffen, dass wir da auch auf den Geschmack von vielen stoßen und dass wir da vor allen Dingen auch viele Fragen beantworten. Die letzte WWDC in Cupertino ging ja auch sehr, sehr viel mit dem Fokus auf Entwickler. Das hat dir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß ja, dein Feedback war sehr, sehr gut von der WWDC. Dort wurde ja auch Swift vorgestellt. So deine erste Meinung zu Swift? Also ich muss sagen, ich habe mir noch nicht Swift richtig angeschaut. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich auch gar kein Entwickler. Ich sitze da mit Entwicklern zusammen und wir sprechen darüber. Die haben aber schon von mir die Aufgabe bekommen, Swift sich genau anzugucken, das, was bisher möglich ist und vielleicht sogar auch ein bisschen damit zu experimentieren und ihre ersten Erfahrungen einfach auch mir mitzuteilen und dann zu gucken tatsächlich, dass wir darüber dann auch nochmal ein Review geben, vielleicht auch wirklich dann für beide Seiten. Ja, aber du hast ja das Netzwerk mit den Leuten, die sich mit Swift auskennen werden auch teilweise. Wir werden vielleicht den einen oder anderen Experten auch mal vielleicht dazu hören. Wenn es aber auch nicht direkt, wie Sven sagte, in die Entwicklung geht, sondern mehr um die Vermarktung und das Marketing letztendlich. Aber uns würde trotzdem interessieren, was Swift für Auswirkungen hat, ob es wirklich leichter ist oder ob man sich da auch wieder einarbeiten muss und wie überhaupt so eine App, bis sie auf den Markt geworfen werden kann, was man dafür benötigt schlussendlich, wie das Verständnis auch dahinter ist. Und ich glaube, dass wir einige wertvolle Blicke hinter die Kulissen werfen können mit Sven als Tor in diese komplexe Welt der App-Entwicklung und Vermarktung schlussendlich halt. Und es wird Material dabei sein, was euch total vom Hocker weghauen könnte. Es wird Material sein, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich ja schon mal gehört. Aber das wird eine Serie werden. Hast du schon eine Ahnung, in welcher zeitlichen Abfolge du damit hier bei iPadBlog auf den Markt starten möchtest? Geplant ist definitiv einmal im Monat. Mhm. Und ich meine, dadurch, dass ich die Videos ja auch teilweise dann selber schneide, kann es vielleicht auch passieren, dass ich dann halt irgendwie wirklich das Glück habe zu sagen, okay, ich mache es zweimal im Monat. Aber einmal im Monat soll definitiv was dabei sein und vor allen Dingen ein kleines Gimmick noch da dran. Wir wollen natürlich auch ein paar Sachen zum Download zur Verfügung stellen, damit wir euch mit den ganzen Informationen auch schriftlich beliefern können. Das hört sich verdammt gut an und ich sage jetzt an dieser Stelle, to be continued. Ja, liebe Leute, wer hätte das gedacht? Dieses Studio ist für 2 Leute ausgelegt und wir sind hier 1, 2, 3, 4 Leute, alle zusammen in der 19. iPadBlog Get Together Video Episode zusammen. Und weil es so schön kuschelig und warm ist, ganz kurz, schwitzt ihr schon oder habt ihr schon geschwitzt? Mir wird es langsam warm, ja. Es wird warm. Deswegen machen wir es auch ganz schnell. Wir machen jetzt den Schnellrücklauf. Jeder hat die Möglichkeit, jetzt ein kurzes Gadget oder seine App vorzustellen, die er zum momentanen Zeitpunkt, und das ist ab Q3 2004, super cool findet und damit zurechtkommt oder die gerade in den Kopf gekommen ist. Mal gucken, was wir hier alles unten liegen haben. Und ich würde vorschlagen, wer fängt an? Vielleicht fange ich am besten auch an, oder? Du hast dagegen, wenn der Esel zuerst anfängt. Ja. Wir haben coole Aktionen. Wir haben nämlich ein iMac gerade über eine Frischzellenkur aufgepessert. Und da ist jetzt eine SSHD drin. Was es genau ist, könnt ihr auf iPadBlog.de oben rechts in der Suchmaske mal suchen. SSHD ist eine Art Hybrid zwischen einer normalen Festplatte und einer SSD-Festplatte, so wie hier. Ja, haben wir gerade von Seagate zur Verfügung bekommen, 1 TB. Kann man einbauen in jeden Laptop und wir haben das einmal mit 4 TB im iMac ausprobiert. Dieser Bericht wird jetzt auch in den nächsten Tagen nochmal hinkommen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Was braucht ihr, um die Daten sinnvoll zu nehmen? Von Rate Sonic gibt es diese IC Box, das ist eine Docking- und Clone Station. Da könnt ihr eure Festplatte aus dem iMac da rein tun.
die Zielfestplatte, die reinkommen soll, auch reintun. Und man könnte über die Klon-Funktion einfach alle Daten transferieren, dann die Festplatte einbauen und der iMac läuft einwandfrei. Gilt für 3,5 Zoll und 2,5 Zoll. Ein super cooles Ding, dass es so etwas gibt. Nennt sich IB-120CL-U3. Steht auch weiter in der Bauchbinde. Das waren mehr als drei Sätze, aber ich konnte nicht anders. Also, so, jetzt bist du dran. Was hast du uns heute mitgebracht? Ja, ich habe auf jeden Fall das CarPack for iPad von Vogels vorbereitet. Für lange Autofahrten kann ich das nur empfehlen. Passt vor allem zu schwarzen Sitzen. Da könnt ihr das einfach hinten an den Sitz ranklicksen. Und da ist für Unterhaltung auf jeden Fall gesorgt. Da wird es nicht langweilig, wenn man hinten sitzt. Und kann sich dann eben auf langen Autofahrten somit wunderbar unterhalten. Das kann ich nur empfehlen. Cool. Das ist ein Grund, warum ich jetzt in Zukunft mal hinten sitzen werde. Genau. Ja, okay. Alex, was hast du mitgebracht? Ich habe mir vor einem Monat ein Bluetooth-Headset zugelegt, und zwar von Sennheiser, Bluetooth 4.0, weil ich immer das Problem habe, gerade jetzt zur Sommerzeit, ich schwitze sehr stark und dann immer mit dem Handy am Ohr, ist einsetzbar für iPhone oder auch für jedes Android-Handy, und ich kann es jedem nur empfehlen, und 8 bis 10 Stunden Sprechzeit ist garantiert. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit, klein, kompakt, leicht. Und man hat auch immer die Sicht nach vorne frei. Ganz wichtig, gerade beim Autofahren oder wenn man mal über die Straße geht, was ich leider immer wieder sehe, dass die Leute dann zu sehr abgelenkt sind mit ihrem iPhone. Und kann ich jedem nur empfehlen. Nimmst du es nur zum Telefonieren oder auch zum Musik hören? Man kann damit auch Musik hören, auch Podcast, Sendungen mithören. Das mache ich dann damit ab und zu mal. Also? Ja, gerade wenn ich in der U-Bahn bin oder so. Und ansonsten halt überwiegend zum Telefonieren. Hört sich gut an. Vielen Dank. Sven, was hast du uns mitgebracht? Ich habe den Lautsprecher mitgebracht, und zwar von Bull Products. Es ist spritzwassergeschützt. Das habe ich seit einigen Tagen im Test. Es klebt an der Scheibe, es klebt am Auto, es klebt draußen auf dem Gartentisch, es klebt vor allen Dingen in der Dusche. Und ich habe einfach gern überall Musik oder höre mir auch gerne mal darüber meine Podcasts an, und ich kann darüber sogar telefonieren. Also eigentlich eine super Idee und ein tolles Produkt. Für meine Verhältnisse finde ich es wirklich klasse. Ich kann es überall mitnehmen, und die Betriebsdauer 6 bis 7 Stunden hat mich tatsächlich überzeugt, auch vom Klang. Na klar hat das jetzt nicht den super tiefsten 100 Dezibel Bass, aber es reicht vollkommen aus, um sich wirklich die Musik auch schön in den Ohren berieseln zu lassen. In dem Sinne, vielen Dank für euch, dass ihr heute zugeschaut habt, dass ihr diese Episode mit den 4 Musketieren euch heute reingezogen habt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kommen nicht immer in dieser Konstellation zusammen, aber wenn, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Wenn jetzt noch ein paar Minuten im Garten ein bisschen abhängen und nochmal frische Luft schnappen, noch ist es hell. Und das genießen wir richtig. Wenn ihr Fragen haben solltet zu Sendungen, zu Themen, zu uns allgemein, bitte schreibt uns an info@ipadblog.de, und wir versuchen innerhalb 48 Stunden fast jede E-Mail zu beantworten. Dazu stehe ich mit meinem Namen. Sagte auch, glaube ich, der Klaus Hipp oder so, ne, in dieser Werbung, genau, in den Gläsern. Aber gut, das soll es erstmal gewesen sein. Der 19. iPad-Blog Get-Together, präsentiert von der Denkform GmbH in Hofheim-Wallau, aber heute in Bad Homburg im iPad-Blog-Headquarter. Sagt erstmal vielen Dank. Wir werden die 20. Episode Ende Oktober machen, immer der letzte Donnerstag. Und darauf freuen wir uns ganz besonders. Wo wird noch kommuniziert? Auf der Webseite bei uns oder der Denkform GmbH. Und in dem Sinne sage ich jetzt vielen Dank für euer Kommen. Es war mir eine Ehre, mit euch ein bisschen Smalltalk zu führen vor der Kamera für unsere Zuschauer. Und ich freue mich einfach auf die nächsten Wochen und Monate mit euch zusammen. Ich bin sehr, sehr gespannt und auch sehr neugierig, muss ich gestehen. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Jetzt aber raus.